Ho, ho, ho! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Losberg im Landwirtschaftssimulator 17 mit mir, dem Werner. Hallo, guten Tag und Mahlzeit. Wir haben gestern etwas verkauft, glaube ich, was wollten wir machen? Ich glaube, wir wollten das Schmetterlingsmähwerk kaufen. Das war ja im Angebot und ich habe natürlich recht, das bisschen können wir uns auch jetzt 5.000 nochmal vor der Bank leihen. Das würde dann wahrscheinlich nicht, ich glaube, wir nehmen sogar 10.000, damit wir noch ein bisschen Polster haben. Das wird uns nicht zerstören, auf alle Fälle. Und kaufen dann auch direkt das große Schmetterlingsschneidwerk. Dann brauche ich noch etwas, und zwar eine sehr, sehr geile Sache, die ich gefunden habe auf Forbidden Mods. Und zwar, ich weiß gar nicht, wo das drin ist, ich glaube unter Ballen. Es ist eine Ballengabel, eine coole Ballengabel, wie ich finde. Die ist nicht drin. Wo ist die drin? Nee, hier muss sie nicht drin sein. Diverses vielleicht? No. Das ist halt das Problem. Du findest einfach die Sachen nicht mehr. Schwierig. Sehr, sehr schwierig. Diese Unterordnung unter den... Doch, die Marken gibt es noch. Aber ich weiß die Marke. Auch gar nicht. Das ist mein Problem. Lass mich kurz gucken. Vielleicht finde ich es auf die Schnelle. Nein. Es ist eine Ballengabel auf alle Fälle, die mir sehr gut gefallen hat. Die, glaube ich, 4 Ballen auf einmal nehmen kann oder könnte. Ich glaube, es war ein rotes. Und die habe ich mir gedacht, die kann man sich ruhig mal gönnen, weil wir dann die ganzen Ballen, die jetzt hier so rumstehen beim Händler, könnte man dann einfach dann schnell aufladen und zack, zack, nach Hause. Placeable, nee. Ich finde den auch nicht mehr jetzt, ne? Das ist so typisch. Werner, top vorbereitet wieder mal. Gibt einen Mitarbeitsplus. Natürlich nicht. Nee, ich hab sie nicht. Ich hab sie wirklich nicht. Wir gucken. Nee, okay, sonst nehme ich die das nächste Mal mit rein. Ist ja nicht so tragisch, aber bin mir doch fast sicher, dass wir das... Egal, wir fahren jetzt erstmal den zurück. Wir müssen ja dann noch das Schneidwerk holen und hast du nicht gesehen? Da war ich zu langsam. So, was ist wichtig? Wichtig ist, unser Drescher fährt. Den habe ich wieder angeworfen, wenn ihr das so haben möchtet. Der ist wieder unterwegs. Wir müssen auf die Hauptstraße runter. Dann werden wir mal alles abkuppeln, was wir haben an diesem wunderschönen Trecker. Das heißt, das Dreieck vorne, den Anhänger. Werden uns erstmal das Frontmähwerk mitnehmen. Aber, mir fällt gerade was ein, wir haben keinen Schwader. Wir haben keinen Schwaderinski. Das ist schlecht für uns. Weil dann können wir auch kein Gras mähen, eigentlich. Weil wir ja... Ja doch, wir müssten... Das sind gute Fragen. Das ist halt jetzt echt die Frage. Ich könnte was testen. Ich denke gerade laut, ne? Ich denke einfach mal jetzt laut. Sehr laut. Und zwar denke ich drüber nach, dass man das Frontmähwerk benutzt und dahinter die Ballenpresse hängt und das Ganze mit Xerxes belaufen lässt. Lass euch das mal ganz kurz auf der Zunge, nicht gleich abstreiten oder sagen, nein. Ganz kurz drüber nachdenken. Ich glaube, der Plan wäre kein schlechter, nur ich glaube, ich lasse das Törspel weg und mache das selber. Weil, dann weiß ich auch, dass es funktioniert. Aber dann hätten wir uns kein Schmetterlingsmäher kaufen müssen jetzt, ne? Bin auch so ein Oschi. Ich glaube, wir müssen auf alle Fälle erstmal gleich den Anhänger aus, den Drescher leeren. Ich glaube, ich lasse aber auch den Anhänger hier mal drinstehen. Wie wäre das? Kann man das machen? Und für den... Hoppla.
den lieben Zuschauer, der da behauptet hat, du machst immer noch alles mit dem MMB-Tag. Ich habe wirklich extra den Fan benutzt, weil jemand geschrieben hat, dass ich so viel den MMB-Tag nutze. Also, ne? Ich gucke ja schon, dass ich mache, tue und so weiter und so fort. Aber geht halt nicht alles so mit Fingerschnippen, das läuft halt nicht. Aber, ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß wirklich, was du meinst. Deswegen haben wir auch, oder verwende ich ja auch den Fend. Ist ja nicht so, dass ich ihn nicht verwende. Der wird ja wirklich benutzt. Ja, oder, weißt du was? Man kann das Ding, Moment mal. Nee. Es gibt hier nicht diese Rückvereinrichtung. Die gibt es beim MB-Truck. Da wäre die Rückvereinrichtung bei. Aber den wollt ihr momentan nicht. Deswegen lassen wir das erstmal weg. Wir holen jetzt... Moment, wir machen einen Test. Wir müssen das Schmetterlingsmehrwerk sowieso zum Hof holen. Deswegen mache ich das jetzt gleich. Ich hoffe, das ist okay. Und dann werden wir das andere Mehrwerk noch ankuppeln. Und dann werden wir mal gucken, ob der einen Schwatt ablegen kann. Das weiß ich tatsächlich nicht. Bevor wieder böse Kommentare auftauchen, wie... Ach, das muss man doch wissen. Du spielst ja nicht das erste Mal. Ne? Solche Kommentare. So, oh wow, ich fahre wieder viel zu schnell. Davor möchte ich es testen. Und dann mal gucken, wie es ist. Funktioniert. Oder auch nicht. Wie auch immer. Wir schauen einfach mal. Auf alle Fälle müssen wir Gras nicht kaufen. Sondern wir müssen Gras mähen und sammeln. Bräuchte, by the way, auch mal einen Ladewagen. Wobei, ich möchte ja nicht mal den Mengele haben. Da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht mit. Bin ich ehrlich zu euch. Hat eine Zeit lang gut funktioniert, aber... ich mag den nicht mehr. Also ich werde mir was anderes kaufen. Aber hat er jetzt schon wieder 86% hat er. Aber der hat nicht. Das ist auch so eine Sache, die ich nicht verstehe. Ne? Der lädt nicht zu 100% ab. Der fährt einfach weiter. Als wenn nichts gewesen wäre. Der wartet ein bisschen und dann fährt einfach los. Also ich verstehe das teilweise nicht. Aber gut. Muss ich ihn halt dann nochmal abtanken. So, war das die richtige Seite? Jo, das war die richtige Seite. Okay. Hui, ist schon ein großes Ding, ne? Ist ja schon ein fettes Teil. Das muss man echt so sagen. Naja. Wir fahren mal jetzt zurück. Ich sehe nur gelb im Rückspiegel. Läuft. Und gucken mal, ob es die Möglichkeit dann gibt mit einer Schwattablage. Ich weiß es, wie gesagt, noch nicht. Ich habe erst einmal gemäht. Und da glaube ich, das war ein Multiplayer auf der Nordfriesische Marsch. Da war, glaube ich, der Ritchie Racer da mit dem Schwader hinter mir. Deswegen glaube ich nicht, dass es hier eine Schwattablage gibt. Aber, ne, es gibt ja auch die Mietfunktion. Das heißt, wir könnten uns, glaube ich, auch einfach mal, wenn wir zwei Felder mähen würden, könnten wir uns auch mal, bin ich jetzt zumindest der Meinung oder der Ansicht, dass wir uns einfach mal ganz kurz einen Schwader mieten oder leihen, um das Ganze mal ganz fix zusammen zu schwadern und dann würde ich das wohl entweder zu Ballen pressen oder vielleicht würde ich mir vielleicht sogar noch einen Ladewagen mieten für das paar Stunden würde das wohl nicht das Problem sein, glaube ich. Bin ich der Meinung, also könnt ihr mich gerne korrigieren in den Kommentaren, aber glaube, dass das schon in Ordnung geht. Also ich bin ja wirklich bemüht hier sehr viel selber zu haben, siehe Schmetterlingsschneidwerk, aber natürlich, wenn es da jetzt mal nicht reicht, dann kann man auch mal mieten, bin ich der Meinung. Das ist relativ hoch für die ganzen Dachrinnen hier, ist es ja, schon sehr, sehr hoch. So, dann gucken wir mal, ob das, oh, kennt sich das aus? Oh. Unglück. Und, oh mein Gott. Ich habe das eigentlich so nicht gewollt. Gut, wir machen das anders. Wir nehmen einfach einen anderen Trecker und werden das rausholen, das Ding. Wir müssen einen anderen Parkplatz für finden, weil das funktioniert leider nicht so. Aber erstmal muss ich jetzt den Drescher abfahren. Der steht nämlich schon wieder irgendwo in der Malerei. Das geht gar nicht. Ich glaube, der... Moment, lass mich ganz kurz testen. Ja, der hat diese Rückfahreinrichtung, ne? Naja, egal.
Ich finde dieses rote Dreieck vorne finde ich mega cool. Ich habe das vorher falsch gemacht. Ich müsste das nämlich so machen, dass gleichzeitig der Drescher blockiert ist. Wisst ihr, was ich meine? Wobei ich nicht glaube, dass hier alles reingeht in diese Mulde. Da müssen wir nochmal fahren. Er möchte nämlich jetzt schon wieder weiterfahren. Das kann er aber nicht, weil ich im Weg stehe. Das heißt, hier schön die Mulde voll machen und dann fahren wir erstmal auskippen und dann kommen wir wieder. Geht schon einiges rein in die so eine Mulde, ne? Mag man nicht meinen. So. Ja, ganz gut. Sieht aber schon cool aus. So eine gefüllte Mulde ist schon ein hübscher Anblick. Finde ich jetzt zumindest. Kann man auf alle Fälle machen. So, wir sind nicht weit weg von unserem Zentrallager. Also hier vorne hätte noch aber noch was reingepasst, ne? Das muss ich jetzt auch mal so offen und ehrlich sagen. Da hätte noch was, so 100 Kilo hätten da richtig hier noch reingepasst. So, bei der Mulde gibt es ja keine Auswahlmöglichkeit, wo du es hinkippen möchtest. Es geht nur nach hinten, weil die Mulde nur nach hinten aufgeht. Das ist halt einfach so. So, die Abkipphöhe ist auch sehr angenehm hier drin, muss man so sagen. Das heißt, hier Kipper, Abschiebwagen, kannst du alles verwenden. So. Okay. Das heißt, der hat erstmal zu tun, oder? Fährt er weiter? 47%. Mir wäre recht, wenn er jetzt 48 stehen würde. Ah, der dreht gerade. Okay. Dauert vielleicht einen kleinen Moment. Kein Problem. So, jetzt nehmen wir kurz einen anderen Trecker. Dann werden wir ganz kurz das Mähwerk rausfahren. Wie gesagt, das könnte ich auch mit Kölsche machen lassen. Aber ich guck mal. Ich möchte jetzt nicht die Sachen, die ich jetzt noch nie gemacht habe in diesem Let's Play, möchte ich nicht jetzt beim ersten Mal mit Kölsche machen lassen. In weiterer Reihenfolge, wenn man das mal zwei, dreimal gemacht hat, kann man schon mal drüber nachdenken. Aber nicht am Anfang. Da möchte ich das eigentlich selber erleben. Weiß nicht. Gefällt mir besser, wenn ich das selber lebe dann. Aber wir müssen auf alle Fälle einen anderen Platz für das Mähwerk suchen. Das ist fix. Das ist fix, wenig. So. Das ist natürlich. War da nicht mal ein Problem, dass man da gucken muss, wo vorne und hinten und so weiter? Ich glaube, es geht nicht überall ran, ne? Weiß nicht, wie das hier ist. Oh, sieht nicht gut aus. Oder vielleicht bin ich falsch rangefahren. Das kannst du auch haben. Das geht definitiv nicht dran. Das heißt, wir drehen es einmal um. Weil das ist wirklich nicht so lapidar so zu nehmen, sondern da musst du wirklich gucken, wo was hingehört. Und nein, nicht um... Ah. Da musst du wirklich gucken. Also wenn es nicht passen sollte bei euch, einfach mal die... Ne? Einfach mal an der anderen Seite ankuppeln. Das geht auf beiden Seiten. Und dann, jetzt müsste es aber theoretisch funktionieren. Bin ich der Meinung, zumindest, dass es jetzt mal funktionieren sollte. Jo, jetzt kannst du es ankuppeln, hast du gesehen? Jetzt kannst du ankuppeln. Jetzt kannst du die Kombination auch so verwenden. So, wo haben wir ein Grasfeld? Ich weiß nicht, wir werden es heute nicht mehr ausgiebig testen können, aber zumindest mal drüber donnern. Gucken, ob es funktioniert. Das können wir bestimmt machen. Ne, hier so im Vorgarten. Im imaginären Vorgarten. Kann man ein bisschen... Ah ne, hier haben doch größere Felder, oder? Hier. 32, 31. Irgendwas in der Richtung. Aber, ey, zum Anfang, glaube ich, reicht das auch. Ist halt relativ steil, ne? Komm, einmal zum Runterfahren ist, glaube ich, kann man es machen. Wie gesagt, es ist nur ein Test jetzt, ob das funktioniert, ob die Motorleistung reicht und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen. Und ich kann nichts einstellen. Das heißt... Okay. Ich finde den Sound so mega cool, ne? Das ist unten. Und jetzt, glaube ich, sollte es mit dem anderen nach unten wandern. Ja, so ungefähr. Und ich kann nichts einstellen zum Thema, ne? Wo es geschwadert werden sollte. Aber es funktioniert, glaube ich. Ja, es funktioniert.
sieht aber auch noch ganz cool aus eigentlich. Also hätte ich mir jetzt wirklich sehr, sehr viel schlimmer vorgestellt. Man kann es auch so machen natürlich. Weil wenn man das Fenster noch aufmachen könnte, wäre cool. Ist aber leider nicht der Fall. So, wir werden hier mal so die imaginäre Linie ziehen. Dass wir nicht in die Apfelbäume reinkommen. Könnten auch Birnenbäume sein. Ich weiß es nicht genau. So, einmal außen rum. Ist, glaube ich, vollkommen okay. Ja, jetzt wird es halt schwierig, dass wir hier hochkommen. Na, schauen wir mal, ob er das schafft, der Fendt. Unser 27er. Ich gebe immer noch Vollgas, also ich kann da nicht mehr. Wir fahren, glaube ich, so rum. Ist besser. Aber es sieht auf alle Fälle schon mal sehr, sehr episch aus, muss ich sagen. Macht auch wirklich Spaß. Und ich glaube, beim Lelly kannst du es nicht so zusammenklappen. Das geht, also zusammenhängt. Das geht nur beim Pöttinger. Deswegen habe ich mich auch jetzt auch für das Pöttinger entschieden und gegen das Lelly. Natürlich hätte man jetzt als normaler Spieler, der das Spiel schon ein bisschen spielt, hätte man natürlich das Lelly gekauft, weil Lelly die neue Marke ist und bla bla bla. Aber wollte ich jetzt erstmal nicht. Gut, ich glaube, kann man so lassen, oder? Ich glaube, das kann man auf alle Fälle lassen. Liebe Leute, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, wegen dem Schwader-Mieten, Ladewagen-Mieten oder doch Ballenpressen. Würde ich mich selber Feedback freuen, eurerseits. Und wir sehen uns, wenn ihr möchtet, morgen wieder zu einer weiteren Folge auf der Losberg. Und nebenbei, wem es gefallen hat, kann gerne einen Daumen nach oben lassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis morgen. Macht's gut. Ciao, ciao.